Hallo, ich bin der Panda von Noah. Hallo meine Lieben, das ist der Panda, den wir mal mitgenommen haben vom IKEA. Und ja, den mussten wir mitnehmen, weil der Noah hat ihn so beim Vorbeigehen aus diesem Ding rausgezogen. Ja, und da waren ganz viele Pandas, praktisch seine Brüder. Und seitdem muss ich mit diesem Panda alles machen hier zu Hause. Der muss überall mit hin, der muss beim Essen mit dabei sein, der muss mit in die Badewanne und er nervt mich. Vor allem, weil ich auch immer mit dem hier auf dem Boden rumrennen muss und Fußball spielen muss mit ihm. Also sonst musste ich immer mit dem Fußball spielen. Jetzt ist es ja Panda natürlich, ne? Das heißt, die Mama ist in gebeugter Haltung und dann rennt die. Dann muss ich auch noch den bespaßen mit so einer blöden Stimme und Noah lacht sich tot. Er hat Spaß und die Mama ist natürlich dann platt. Egal. So, aber warum ich jetzt darauf komme, ist, sieht ja, dass der Panda eine Pampers anhat. Und das bedeutet, dass ich mit dem Noah versuche, Töpfchentraining zu absolvieren. Aber der Noah hat ja keinen Bock drauf. Ich zeige euch mal kurz das Töpfchen, was ich für ihn habe. Moment. Ja, zunächst einmal haben wir vor einiger Zeit diesen Toilettenring hier geholt. Ne? Diesen Brillenring, oder wie das Ding heißt. Draufgesetzt, aber das fand ich ja nur grauenhaft. Dann habe ich natürlich dem dummen Panda diese Pampers angezogen und immer so getan, als würde der Panda als würde der Panda auf Klo müssen. Ne? Das heißt, dann rennt der Panda zur Toilette, ich muss pipi. Und dann ja, lass er die Hose auszieht, sich draufsetzt auf die Toilette. Da hat der Noah so einen Anfall bekommen, der hat echt die Krise gekriegt, hat ihn weggezogen, weil für ihn ist praktisch das Klo ja sowas wie ein Loch, ne? Und ja, ein Loch ins Ungewisse. Und um seinen Panda zu beschützen, hat er den immer weggenommen und ist damit weggerannt, schreiend weggerannt, ne? Also dachte ich, okay, dann müssen wir doch den Zwischenschritt vorher machen, doch aufs Töpfchen. Eigentlich dachte ich, komm, ich spare mir das Töpfchen und dann setze ich ihn hier drauf und dann haben wir direkt zwei in einem und irgendwann sitzt er ganz drauf. Nee, also habe ich jetzt noch nachträglich dieses Töpfchen geholt. Ganz praktisch, ne? Zwei in einem. Also man kann zum einfachen sauber machen, nimmt man einfach dieses grüne Teil raus, dann kann man das einfacher sauber machen. Und ja, der Noah sitzt da doch ganz gerne drauf, aber ja, dann zieht ihn die Pampers aus, dann sitzt er dann da. Das Gute ist, das ist hier recht hoch, das heißt, der Pillemann bleibt hier drin. Ist auch eine wichtige Sache, weil es gibt ja Töpfchen, die sind nicht so hoch vorne. Er hatte sich aber auch mal zwischenzeitlich hier andersrum draufgesetzt und hier festgehalten. Das hat auch gut funktioniert. Ja, und jetzt versuche ich auch trotzdem weiterhin immer mit dem Panda ihn draufzusetzen, dass er ihm das praktisch simuliert. Und noch andere Sachen natürlich, ne? Aber dieser dumme Panda macht mich fix und fertig, ihr Lieben. Ja, also noch klappt das nicht bei uns mit dem Töpfchentraining. Der Kleine ja, setzt sich dann da drauf, findet das eben total witzig, aber der hat da noch nicht reingestrüllt, ja. Aber, wie gesagt, wir waren ja im IKEA, haben ja nicht nur ein Töpfchen geholt, nein, wir haben auch unsere Wohnzimmerwand verschönert und darauf komme ich jetzt. Und die zeige ich euch jetzt mal, wenn wir haben drei blaue Tüten voller Bilderrahmen gekauft.